Hallo, Servus und herzlich willkommen, meine lieben Euden. Ich bin der Zahle und wir spielen Bioshock 1 Remastered. Es ist mitten in der Nacht, ich habe es mir gemütlich gemacht. Ich habe hier ein Teelichtlein gerade angezündet, kein Scherz. Und lass mich da jetzt mal ein bisschen so von der Stimmung mitnehmen. Ich habe vor, eine längere Session zu machen. Ich habe ja jetzt frei. Komme ich vielleicht jetzt ein bisschen weiter im Spiel. Solange mein Headset mitmacht, solange ich es nicht aufladen muss. Ah, da ist unser Versäumnis vom letzten Mal. Wie sieht es... Ah, okay, Granaten. Ja, nicht wirklich viel, ne? Da haben wir eigentlich schon echt viel verbraten, so. Das ist jetzt die Kontaktmine. Sehr fix. Nein! Ach, du Scheiße. Oh Gott, nein. So, komm nochmal ein. Okay, das waren jetzt wohl doch schon die. Ich verstehe. Zack, noch einen. Noch einen. Da haben wir nichts mehr. Dann schauen wir mal, ob wir panzerbrechende Munition haben. Haben wir. Oh, die läuft sogar richtig gut. Nein, ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Ich habe das Atmen gehört. Ich habe das Atmen gehört, aber ich habe nicht auf die Energie geachtet. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Haben wir noch die Panzerbrechende? Immer schön jetzt hier dem Pfeil nach, weil wir ja eh... Wow. So. Sehr schön. Und wehe, da ist jetzt diesmal wieder die Little Sister irgendwie nicht dabei. Ich meine, wir haben jetzt nämlich schon, glaube ich, 3 Rosies zerstört. Nur um an diese Little Sister zu kommen. Die muss doch da nicht etwa immer irgendwie direkt dabei sein. Wisst ihr, was ich meine? Also, die muss doch nicht irgendwie daneben stehen, wenn wir die bekämpfen. Die war doch hier. Oh nein. Die müsste eigentlich hier sein, genau hier. Da war sie ja nämlich eigentlich mit dem Big Daddy unterwegs. Jetzt verbrauchen wir halt irgendwie die ganze Munition, weil wir jetzt einen Big Daddy nach dem anderen wegklatschen müssen. Aber die Sister ist nicht da. Oh, die hängt hier irgendwo hier noch ab. Auch nicht. Du bist schon gehackt. Das haben wir schon alles in der letzten Folge gemacht hier. Hier wird der Alarm shutdown, falls wir ihn brauchen. Direkt gegenüber von den Röschen. Das müssen wir uns merken. Das ist nichts. Oh, guck mal, da nochmal eine Kontaktmine. Und hinter der Mauer wird gesungen. Das ist schon ein bisschen schade, weil, naja, das ist nicht schade, das ist einfach scheiße, weil wir so viel Munition verschwenden und Gesundheit, naja, Gesundheit, da bin ich selber schuld, aber Munition, da führt kein Weg dran vorbei. Und da ist eine Rosie, gut, die anderen, die sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, die sind natürlich jetzt schon nach dem Speichern nicht mehr da, oder liegen die auch noch da? Da ist eine Rosie. Da ist eine Rosie. Das sind die ganzen Rosies, die wir getötet haben, um an die Little Sister zu kommen. Und wir kommen aber nicht an die Little Sister. Hier hatten wir so eine Little Sister-Situation tatsächlich. Naja, was soll's. Wir werden schon noch irgendwie an die Little Sister kommen. Ich möchte nämlich nochmal eine neue Little Sister verschonen, retten. Weil wir da auf lange Sicht tatsächlich irgendwie die besseren... die besseren Belohnungen bekommen. Finde ich auf jeden Fall... Moment mal, ein Mülleimer, den wir noch nicht durchsucht haben. So. Auf lange Sicht finde ich es auf jeden Fall um einiges besser. Beim, wenn man die halt ausbeutet, hat man gleich eine ziemlich hohe Adam-Ausbeute, aber auf lange Sicht so. Dadurch, dass uns Tannenbaum ja beschenkt, haben wir so mehr. Oder vielleicht ja ganz genauso viel. So.
Genug gelabert, Zahle. Wir nehmen Röschen mit Rote Rosen. Aha, aha, aha. Interessant, interessant. Ah, Moment mal. Das ist jetzt... nein, das war gar nicht gut. MG-Patronen, das ist jetzt gar nicht gut. Oh, und nochmal. Können wir den auch nochmal looten? Nein, können wir nicht. Jesus Christ. Oh, Jesus, Jesus. Bisschen zu viel Energie verloren. Es ist halt jetzt spät. Da bin ich ein bisschen anders drauf als tagsüber, denke ich mal. Vielleicht bin ich da jetzt nicht so achtsam, was mir leid tut. Ich versuche natürlich möglichst so zu spielen wie sonst auch. Rolling Hills. Rapture Metro. Das kennen wir schon hier. Hier hatten wir das erste Mal festgestellt, wie das so ist. Wenn man sich eine Rosie unter den Nagel reißt, da hören wir schon eine. Hoffentlich ist... Wow. Hoffentlich... Ist das eine Rosie mit Little Sister? Und wenn ich sage, ich... Hallo! Oh! Mann. Die ist mir ein bisschen zu zielsicher gewesen gerade. Das habe ich nicht gerechnet. Noch 4 Health Packs. Ja, das ist nicht so viel. Das ist nicht besonders viel. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Da sind wir doch irgendwie geflohen oder so. Oder täuscht das gerade? Verwechsel ich das gerade mit was anderem? In der Truhe ist nichts. The truth is empty. The truth is empty. Und ja, ich weiß, dass Truhe nicht True heißt auf Englisch. Na, Houdini? Halt die Klappe. Diese Stimmen immer, ne? Also... nicht mehr so viel. Scheiße. Nein, nein, nein. Ah, diese Kontaktmine. Scheiße, 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 scheiße. Treppchen. Das sind halt jetzt auch noch die letzten. Oh, danke Gott. Panzerbrechen nur noch 6. Oh Mann. Retten, so. Gott sei Dank müssen wir dazu nicht in die Nähe deiner Mine gehen. Na, aber gerne doch. Das ist ein schöner Blues, den er da singt, ne? Also im Großen und Ganzen. Jetzt gerade wieder gar nicht gefällt ist, dass
Hier ist nämlich noch Panzerbrechen, ne? Dass ich keine Health Packs mehr habe. Das gefällt mir nicht so gut. Ah, guck mal. Yes. Naivspritze. Komm doch mit. Komm doch einfach mit uns. Mit. Ja, so, ja. Ja. Das machen wir schon. Mal die Handtasche. Können wir nicht? Können wir nicht. Dachte, wir könnten hier so eine. Nee. Gut, da wird schon nichts Krasses sein in der. Das wäre jetzt halt die erste. Bist du netter? Er hat nichts gemacht und die Kamera, die leuchtet grün. Das heißt, die ist auf unserer Seite. Ah, haha. Da haben wir es ja schon. Das ist schon praktisch, ne? Dass wir die auf unserer Seite haben. Ruft die halt Drohnen für uns. Ah, 266. 160 haben wir, okay. Splittergranaten, 3 Stück für 45. Dann haben wir jetzt tatsächlich 6 Splittergranaten. Ah, Moment mal, hier waren wir ja auch schon. Ja. Okay. Sehr gut. Cool. So, wir nehmen ein neues Tonikum mit. Neues Tonikum Hacking Expert. Hacking Expert ist das originale Hexenmart-Gen-Tonikum, das den Alarm abschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Dieses Plasmid aus der Hexenmart-Reihe ist ein absolutes Muss für jeden. Jawohl. Nein. Vielleicht wird es ja später noch so fies, dass wir das benötigen. Aber im Moment kommen wir, glaube ich, mit den ganzen Alarm- und Kurzschlussplaketten da ganz gut. Kommen wir ganz gut klar. Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was wir den Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung. Sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Oh, Moment mal, was läuft da für ein Timer? Ach so. Ich erinnere mich. Ach du Scheiße, ja. Natürlich. Gott. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche rauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam. Das ist wie schwarzgebrannter Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. So, wir hacken den Automaten. Nur mal ganz kurz, weil ich mich da jetzt wirklich mal heile. Weil wir jetzt sonst keine andere Möglichkeit haben im Moment. Zack, und hier rüber, und hier hoch, und nach oben, und nochmal nach oben, und jetzt hier rüber, und zweimal nach rechts. Zack, und noch einmal, und fertig. Kostet uns nämlich nur noch 10 Dollars.
Dolores. Dolores, Dolores. Ich bin jetzt ein bisschen eilig, bisschen in Eile. Wegen des Timers links. In der Tat. Okay, dann müssen wir hoch. Schauen wir nochmal schnell hier in die Ecken. Wow, 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 wow. Was? Okay. Oh, ionische Skill. Wisst ihr was? So. Jetzt nämlich wieder vier Verkaufskästen. Klar. Verbandskästen, Zahl der Verbandskästen. 43 Sekunden. 43 Sekunden. Napalm nehmen wir mit. Scheiße, nichts übersehen. So. Gott. Hoffentlich schaffen wir das. Ich habe jetzt wirklich die ganze Zeit nicht auf die Zeit geachtet, ne? Falls du das. Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Oh nein. Es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. P, 4, 5, die 9, 4, 5, 9, 4, 5, 7. Reingehen und was schlecht. Ja, das glaube ich allerdings auch. 9, 4, 5, 7. 9, 4, 5, 7. 9, 4, 5, 7. Chemowerfer, eine neue Waffe. Yeah. Aha. Dafür ist Napalm mal so gut. Wir haben Napalm. Wir haben Stickstoffgranaten. Ionisches Skill. Ja, natürlich. Ich erinnere mich an die Stickstoffgranaten. So, erstmal so was. Wir haben ja hier nicht so viel Napalm 87. Komm, wir gucken das mal an. Können wir uns ja mal angucken. Stillleben mit Pflanzen benutzen. Mir ist die Waffe ein bisschen zu groß. Da sieht man ja gar nichts. Da sieht man ja gar nichts. Mit welchen, frage ich mich gerade, mit welchen Händen durchsucht er eigentlich aber diese ganzen Schränke und so? Wenn er ja weiterhin nicht eine Waffe hält. Ich weiß, das ist ja in allen Spielen so. Aber ist mir gerade nur so ein bisschen aufgefallen. Mir ist gerade so ein bisschen aufgefallen, ist die Folge nicht jetzt schon um? Ich glaube nicht. Wir gucken uns das hier mal an. Ich glaube aber, die 9457 brauchen wir jetzt gleich. Um das hier irgendwie zu öffnen. 9, 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß, man könnte wahrscheinlich rückwärts und dann hätte ich nur da nur zweimal klicken müssen. Ich weiß schon. Bam. Formel für den Vektor, Marktschlüssel und $27. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich habe den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich hundertprozentig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ha, ganz einfach. Bienenspucke. Oh, Bienenspucke. Du hast ein mehrteiliges Ziel. Drücke M, um eine Übersicht über alle Teile des Ziels zu erhalten und das aktive Ziel zu wechseln. Der Pfeil unter der Karte, der Pfeil und die Karte werden dich zu deinem aktiven Ziel führen. Ich töte seit 25
20 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becky. Mami ist dabei, den ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Cool. Wir dürfen uns also hier die ganzen einzelnen Komponenten zusammensuchen. Wasser, Enzymproben, Chlorophylllösung, um... um das, ja, diese Bienenspucke offensichtlich selbst zusammen zu mischen oder zu synthetisieren, wie auch immer. Allerdings stand doch irgendwie da mit den Pfeilen, mit irgendwelchen Pfeilen. Kann ich aussuchen. Aber Moment mal, ist das so? Nee, kann ich nicht. Ich habe jetzt gerade mit dem Mausrad. Mit dem Pfeiltasten kann ich auch nichts machen. Er wird uns doch wohl schon richtig leiten, oder? Ich glaube, das Spiel ist das schon gewohnt, uns den richtigen Weg zu zeigen. Wir werden das sehen, liebe Freunde, in der nächsten Folge. Bioshock 1 Remastered mit dem Zahle, das bin ich. Und zwar schon morgen, yay. danke fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen da, das freut mich immer sehr. Und ja, bis morgen, wie schon gesagt. Ciao und Servus.